Leon, herzliche Gratulation zum Gewinn von dem Award. Wie fühlt sich das an, so einen Award zu gewinnen? Ja, mega, mega speziell. Ist natürlich mega, mega schön, dass Spieler einen voten können und dann nachher können schlussendlich auf der Bühne stehen und so einen Award entgegenzunehmen, ist natürlich sensationell. Was sind deine Ziele für die kommende Saison? So wie denke ich eigentlich gar nicht, noch nicht. Wir haben noch 3 Spiele zu spielen beim FC St. Gallen und ich denke, das ist Priorität Nummer 1. Was sind deine persönlichen Highlights oder Erfolge in deiner bisherigen Karriere gewesen? Persönliche Highlights? Natürlich zweimal im Cup-Finale stehen ist natürlich speziell, obwohl wir den leider nicht mit heimnehmen konnten. Ich habe auch mal einen SFL Award gewonnen als Best Youngster, das war natürlich auch mega schön gewesen. Aber schlussendlich freue ich mich, wenn wir für St. Gallen Punkte holen können. Was soll SFP in den Verhandlungen mit der Liga und dem Verband versuchen zu ändern im Profifußball in deinen Augen? Ich glaube gar nicht so viel. Ich glaube, sie machen sehr, sehr vieles richtig. Ich denke, es ist auch wichtig, dass jemand auch unsere Meinung vertritt. Und wenn es dann so weit kommt, dass dann vielleicht mal unsere Meinung vertreten muss werden, dann denke ich, machen Sie sicher einen guten Job. Super, gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Leon. Danke. Gratulation und danke fürs Dasein.